So, ich freue mich ganz besonders, dass mein Kollege und Freund Günther Stemberger sich ja bereit erklärt hat, die Moderation zu übernehmen und auch ein bisschen mit mir gleich die Diskussion zu eröffnen. Fange jetzt aber an, so wie gewünscht, Frau Fischer, mit einem Überblick über jetzt, ja, worum es mir eigentlich in meinem Buch geht. Das Buch heißt als kurze Geschichte des Antisemitismus. Das ist natürlich ein vermessener Titel. Und viele, die das Buch gesehen und gelesen haben, haben zu mir gesagt: Mein also mein Lieber, was hast du denn mit der kurzen Geschichte gedacht? Das Kurze ist eben wahrhaftig nicht. Also, es stimmt, der erste Satz in dem Buch heißt auch: Eine kurze Geschichte des Antisemitismus zu schreiben, ist ein kühnes Unterfangen. Denn der Antisemitismus hat eine überaus lange Geschichte. Er beginnt in der vorchristlichen Antike und reicht bis in die allerneueste Gegenwart. Er ist, um ein berühmtes Diktum des Historikers Theodor Mommsen abzuwandeln, so alt wie die jüdische Diaspora selbst, das heißt, wie die Begegnung von Juden und Nichtjuden in den verschiedenen kulturellen Zentren des antiken Vorderen Orients. Also er beginnt in dem Augenblick, in dem die Juden als eine ethnische Gruppe mit ihren eigenen religiösen und kulturellen Gewohnheiten, Ansprüchen und Gebräuchen wahrgenommen werden. Ja, das ist also, ja, das ist, ich war mir dessen bewusst und ich habe es trotzdem gewagt. Jetzt natürlich gleich fragt sich, was ist mit den Begriffen? Das Buch heißt ja eine kurze Geschichte des Antisemitismus. Ich sage ausdrücklich in dem Buch, dass ich den Begriff Antisemitismus, ich zitiere aus meinem Buch, für alle ausgeprägten Formen von Judenhass und Judenfeindschaft, von den Anfängen bis zur Gegenwart, benutze und dem vollen Bewusstsein der Tatsache, dass er anachronistisch ist und erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde, um nämlich die rassistische Theorie von einem ewigen Kampf zwischen der arischen und der semitischen Rasse zu untermauern. Indem ich ihn für alle Formen des Antisemitismus durch die Geschichte hindurch verwende, gehe ich davon aus, dass die Formen, zwar keineswegs identisch sind, dass sie aber Elemente enthalten, die es erlauben, sie unter einem gemeinsamen Begriff zu fassen. Also, das habe ich ganz bewusst getan, dass ich trotz der Schwammigkeit, Problematik des Begriffes durchgehend von Antisemitismus spreche. Und dies ist auch meiner Ansicht geschuldet, dass ich eine Trennung von Antisemitismus und Antijudaismus ablehne, die ja häufig gemacht wird. Ich sage wörtlich, ausdrücklich, damit entscheide ich mich gegen eine Trennung von Antijudaismus als der spezifisch christlichen Ausprägung des Antisemitismus, sondern weil ich nicht glaube, dass diese beiden Aspekte säuberlich zu trennen sind, sondern dass sie sich ganz im Gegenteil überschneiden und überlappen ständig. Aber ich teile auch nicht die Auffassung, dass das eine, nämlich Antijudaismus, irgendwann von dem anderen Begriff Antisemitismus abgelöst wird. Ich glaube, dass es beides ineinander verschränkt sich die ganze Zeit. Und ich möchte den Begriff Antijudaismus auch noch aus einem anderen Grund ungern verwenden, weil er nämlich häufig gerne benutzt wird, um den sogenannten christlichen Antisemitismus weniger schlimm erscheinen zu lassen, sozusagen nach dem Motto: Zunächst der Christliche in der Bibel und danach, das ist alles Antijudaismus. Und das wirklich Schlimme beginnt erst dann, als in der Neuzeit es rassistisch wird, sozusagen. Und nur das nennen wir dann Antisemitismus. Gegen diese
bequeme Aufspaltung wehre ich mich und möchte deswegen durchgängig den Begriff Antisemitismus verwenden, bei aller mir bewussten Problematik. Deswegen, ich zitiere nochmal, sage ich ausdrücklich, Antisemitismus ist ein variables, vielschichtiges und offenes System, das sich im Laufe seiner Geschichte ständig mit neuen Facetten anreichert und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen immer wieder neu erfindet. Bewährte ältere Elemente bleiben dabei als Konstante erhalten und werden durch neu hinzugekommene kommende Elemente nicht etwa relativiert, sondern im Gegenteil intensiviert. Das ideologische System des Antisemitismus entwickelt sich dadurch zu einem permanenten Kraft, einer potenten, permanenten und potenten Kraftmaschine, deren Effizienz und Gefährlichkeit im Laufe der Zeit selten ab, sondern meistens zunimmt. Also deswegen bin ich also ganz explizit gegen eine allgemeine und umfassende Definition. Man muss das immer jeweils in den einzelnen unterschiedlichen historischen Kontexten sehen. Und deswegen bin ich auch gegen den Versuch, der häufig gemacht worden ist in der Geschichtswissenschaft, zwischen einem sozusagen zwei Modellen zu unterscheiden, zwischen einem substantialistischen und einem funktionalistischen Element. Substantialistisch hieße danach, dass es immer ein durchgängiges Wesen des Antisemitismus gibt, das sich als Kern sozusagen erhält durch die ganze Geschichte hindurch, und das funktionalistische Element, das geht im Gegenteil im Unterschied dazu davon aus, dass der Antisemitismus in sich ständig wandelnden historischen Umständen artikuliert. Beide Modelle, glaube ich, hat es in ihrer reinen Form so nie gegeben, und beide sind hochproblematisch für sich genommen, denn der funktionalistische Ansatz läuft Gefahr, seinen Gegenstand in ständig sich ändernde politische und soziale Relationen aufzulösen und ihn letztlich wegzuerklären. Und der exklusiv substantialistische Ansatz läuft meiner Meinung nach Gefahr, die Ursache des Antisemitismus letztlich im innersten Wesen des Judentums selbst zu sehen. Also auch davon möchte ich mich fernhalten. Beides halte ich für reduktionistisch. Ich bin der Meinung, dass ein sehr durchgängiges Element des Antisemitismus entgegen vieler Versuche bei Neuzeithistorikern die religiöse Basis ist, das religiöse Element ist. Und dass dieses durchgängig eine ganz, ganz wesentliche Geschichte spielt. Ich habe dieses Buch auch geschrieben und sage das nochmal ausdrücklich, auch als Religionshistoriker, nicht als Theologe. Ich bin kein Theologe. Frau Fischer, Sie haben es eben gesagt. Ich habe einige Semester Theologie studiert. Also ich habe, wenn Sie so wollen, ein abgebrochenes Theologiestudium vorzuweisen. Das Einzige, was ich habe, ist eine Promotion in Judaistik und dann die Habilitation. Und damals, als ich, das ist schon lange her, promoviert wurde in Judaistik, da gab es überhaupt noch nicht sowas wie BA und MA. Also das ist ja danach alles rapide anders geworden. Das heißt, ich habe nur eine Promotion in Judaistik, einen Dr. Phil. Und wenn mir noch irgendwann, inzwischen bin ich, glaube ich, doch auch zu alt dafür, noch irgendwann der Doktorgrad aberkannt würde wegen Plagiat, dann habe ich keinen Abschluss. Aber das Thema meiner Doktorarbeit ist die Vorstellung vom Heiligen Geist im rabbinischen Judentum. Und als ich das schrieb, da gab es noch keinen Computer und keine Database. Und heute kann man ja, wenn man dann wissen will, wo der Heilige Geist im rabbinischen Judentum vorkommt, dann guckt man in der Database nach und kriegt hunderte und tausende Stellen. Ich habe stattdessen da gesessen und 2 Jahre lang
die gesamte rabbinische Literatur vom Anfang bis zum Ende durchgelesen, durchgesucht und alles, was irgendwie nach Heiligem Geist aussah, mir notiert und daraus einen Zettelkasten gemacht, den es heute ja auch nicht mehr gibt, Gott sei Dank. Also insofern, das konnte man nicht abschreiben, also bin ich ganz entspannt. Ein weiterer Schwerpunkt meines Buches, der Methodik sozusagen, oder wie ich vorgehe, ist, wenn Sie da einmal reingeguckt haben, werden Sie das gleich sehen, ich arbeite ganz stark quellenbasiert. Es ist mir ein großes Anliegen, keine theoretischen, großartigen Programme zu entwerfen, keine theoretischen Modelle zu entwerfen, schon gar nicht theoretische Modelle vorab zu entwerfen, die ich dann hinterher gerne in meinem Buch verifizieren möchte. Und wenn es eben nicht geht, dann auch noch krachend reinzuzwingen versuche. Dieses alles, ich darf das also, glaube ich, inzwischen sagen, das ist mir ehrlich gesagt ein Groll und das will ich ganz bewusst nicht. Ich möchte meine Leser und Leserinnen mitnehmen, mit mir zusammen, quellenorientiert durch die Geschichte hindurch zu gehen und möchte auch gerne da, wo mir wichtige Punkte, besonders wichtige Punkte festzuhalten sind, möchte ich die Quellen zitieren und möchte offenlegen, wie ich sie verstehe und warum ich sie so verstehe und dass die Leserinnen und Leser das nachvollziehen können. Und das ist etwas, was ich in all meinen Büchern gemacht habe und was mir ungeheuer wichtig ist. Das Buch ist ein Sachbuch. Das Buch ist ganz bewusst ein Buch für ein breiteres Publikum, mit voller Absicht. Und es enthält deswegen, und das ist mehrmals schon moniert worden, es hält keineswegs, es hebt gar nicht den Anspruch, alle neuesten Forschungsergebnisse zu enthalten und auf alle neuesten Forschungsergebnisse zu antworten. Die Diskussion mit der Forschung ist sehr kurz gehalten und ich stelle die Dinge heraus, die mir wichtig erscheinen und die man natürlich kritisieren kann. Man kann andere Dinge vorziehen, darüber kann man dann, müsste man reden. Eine letzte Bemerkung zu diesem einleitenden Teil, eine persönliche Bemerkung. Ich habe dieses Buch 3 Tage angefangen zu schreiben, 3 Tage, nachdem ich meinen Rücktritt als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin erklärt habe. Ich will darauf jetzt überhaupt nicht eingehen, nur zu den Vorwürfen, die damals erhoben wurden, gehörte ja auch der, dass ich in Wirklichkeit doch irgendwo ein verkappter Antisemit bin. Und habe also auch dieses Buch, wenn Sie so wollen, als eine Art kathartischen Akt geschrieben und wollte mich sozusagen erstmal davon abkoppeln und jetzt mal dieses Thema im Kontext durch die ganze Geschichte hindurch behandeln. So, jetzt kommen wir doch dann etwas näher dem geschichtlichen Überblick. Ich möchte durch die Geschichte hindurchgehen und ich möchte da anfangen, wo mir scheint, dass man anfangen sollte, nämlich in der vorchristlichen Antike, nicht im Neuen Testament, nicht im Christentum. In der vorchristlichen Antike, weil ich sozusagen als einen roten Faden herausarbeite in dem Buch, dass etwas sich doch ganz besonders durch die Geschichte hindurchgezogen hat, von der vorchristlichen Antike bis in die Gegenwart, nämlich ein ungezügelter Hass auf die Juden, der sich speist aus 2 Dingen. Einmal aus Angst vor den Juden,
vor der Möglichkeit, dass sie am Ende vielleicht ja doch recht hätten und gleichzeitig auch, nicht immer gleichzeitig, aber oft gleichzeitig, einer Bewunderung für die Juden. Diese Ambivalenz von Angst vor und Bewunderung für die Juden ist etwas, was wir doch in der Geschichte hindurch sehr häufig finden. Es beginnt, meine ich, mit der Feststellung, dass die Juden eigentlich von Anfang an und ihrem Wesen nach die geborenen Menschenhasser sind. Dass die Juden alle Menschen hassen und dass die Juden die geborenen Menschenfeinde sind, die Feinde aller Menschen. Und ich wage sogar zu sagen, dass man dies sehen kann, zum ersten Mal vielleicht, in einem Buch, wo man das gar nicht vermuten würde, nämlich im Esther-Buch, in dem biblischen Buch Esther. Nun will ich auf das Esther-Buch hier nicht ausführlich eingehen, hat mit dem Antisemitismus eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es geht ja darum, um diese es geht um Persien eigentlich, den persischen König, der sich einreden lässt, dass die Juden alle die Feinde seines Reiches sind und dass sie deswegen eben doch leider doch umgebracht werden müssten. Dass der König dafür sorgen sollte. Der Kontext des Buches Esther ist persisch, hat mit der griechisch-römischen Zeit eigentlich gar nichts zu tun. Aber ich schließe mich der Meinung an, dass es in Wirklichkeit geschrieben wurde, das Buch am Übergang zur hellenistischen Zeit. Und dass es in Wirklichkeit die hellenistische Judenfeindschaft reflektiert, die dann ganz massiv auch ausbricht, um genau die Zeit, sagen wir mal so um 300 vor. Da ist in dem bibelhebräischen Text davon die Rede, dass die Juden als einziges Volk im persischen Vielvölkerstaat die Gesetze des Königs nicht befolgen, sondern nur ihren eigenen Gesetzen. Deswegen wird dem König suggeriert, er soll seine eigenen Gesetze, er soll seine ein Dekret erlassen, wonach alle Juden in seinem Reiche auszurotten sind. Und da ist im Hebräischen ein ganz, ganz böses Wort, ein ganz massives Wort, wörtlich wirklich auszurotten, le'abdam, vernichten, ausrotten. Und in der griechischen Fassung, die jünger ist als die hebräische, aber vielleicht auf eine ältere hebräische Vorlage zurückgeht, ist es noch schärfer formuliert. Da ist die Rede davon, ein bestimmtes heimtückisches Volk habe sich unter alle Nationen der Erde gemischt. Es stehe durch seine Gesetze zu jedem anderen Volk im Gegensatz und missachte ständig die Anweisungen der persischen Königin. Und deswegen möge doch der König dieses Volk, das als einziges sich gegen alle Menschen ohne Ausnahme feindselig verhält, nach absonderlichen und befremdlichen Gesetzen lebt und sich gegen die Interessen unseres Landes stellt und die schlimmsten Verbrechen begeht, diese Juden müssten jetzt wörtlich vom griechischen Text samt ihren Frauen und Kindern ohne Gnade und Erbarmen durch das Schwert ihrer Feinde radikal ausgerottet werden. Das sind schwere Worte und hier beginnt etwas, dem persischen König dem persischen Hof in den Mund gelegt, dass wir dann später Antisemitismus nennen würden. Ich gehe darauf jetzt nicht ausführlich im Einzelnen ein. Meine These ist, dass die Keimzelle des Antisemitismus in Ägypten ist, im griechischen hellenistischen Ägypten, dass es dann nach Syrien, Palästina sich bewegt und dann schließlich nach Rom und dass insbesondere in Rom sehr deutlich bemerkbar macht, dieses merkwürdige Amalgam aus Hass und widerwilliger Bewunderung. Das entsteht
oder wird greifbar zum ersten Mal sehr schön ausgerechnet im römischen Kontext. Derjenige, der alle diese, was sich bis dahin akkumuliert hat, zusammenfasst, ist der große Historiker Tacitus gewesen. Und durch Tacitus, der da ja seinen berühmten Exkurs über die Juden geschrieben hat, durch Tacitus kommt dieses Amalgam dann in den Westen, kommt zu uns. Er ist sozusagen die Brücke, eine oder vielleicht die wichtigste, die das hier zu uns rüber transportiert. Das nächste Kapitel ist natürlich das Neue Testament. Hier möchte ich jetzt nicht ausführlich eingehen. Wir kennen alle, oder die meisten von uns kennen alles, was im Matthäus gesagt worden ist, über die Weherrufe gegen die Pharisäer, über die Passionsgeschichte. Ich bin der Meinung und sage das sehr ausdrücklich in dem Buch, dass eine wichtige Quelle dessen, was man da, woraus dann Antisemitismus geworden ist, eigentlich die Paulus war, mit seiner, was wir im Galaterbrief ja ganz ausführlich lesen können, dass er nämlich das Judentum geöffnet hat für Heiden, für Nichtjuden, ohne dass diese sich beschneiden lassen müssen und ohne dass sie die Speisegebote einhalten müssen. Dass er damit also sozusagen das Judentum aufgemacht hat und zu einem neuen Judentum umgeformt hat, nämlich dem neuen Judenchristentum, was ja durchaus auch einige Probleme verursacht hat, im Widerspruch im Neuen Testament. Und dass dieser Stachel im Fleische des Christentums, nämlich dass es eben doch daneben noch Juden gibt, sage mal jetzt die alten Juden sozusagen, die diese Bewegung nicht mitmachen möchten, das ist das Grundproblem des Antisemitismus und verfolgt uns bis in die Gegenwart hinein. Ich sage da ausdrücklich am Ende, nachdem ich Galater, was ich jetzt hier nicht tun möchte, ausführlicher diskutiert habe, sage ich dazu, alles, was Paulus über die ethnischen Juden schreibt, kann für sich genommen und ohne Berücksichtigung des unmittelbaren historischen Kontextes als ein massiver Angriff auf das traditionelle Judentum verstanden werden. Und es wurde so verstanden, wie die weitere Geschichte zeigt. Genau dieser Teil der Wahrheit ist der, der immer mehr in den Vordergrund rücken sollte. Und zwar je länger die erhoffte Wiederkunft Christi auf sich warten ließ. Der relativierende Teil der konkreten Zeitumstände schwächte sich immer mehr ab, nämlich die Naherwartung bei Paulus, immer mehr ab. Unfreiwillig wird Paulus so nicht nur zum Mitbegründer des Christentums, sondern auch zum Mitbegründer eines christlichen Antijudaismus, Antisemitismus. Ja, das sind starke Worte und darüber kann man auch sicher streiten. Ja, der nächste Schritt ist dann die Staatskirche. Hier möchte ich nicht ausführlich mich äußern. Ich will nur ein ganz berühmtes und auch bekanntes, vielleicht bei Ihnen, Beispiel herausgreifen. Das ist der große Kirchenvater Chrysostomus, das Goldmündchen, der seinen Hass auf die Juden ja doch sehr ungezügelt ausgeschüttet hat. Ihn hat sehr gestört, dass die Christen immer noch gerne in die Synagogen der Juden gingen und dort an Festen und Feierlichkeiten und Umzügen teilnahmen. Und
das versuchte er zu unterbinden in einem berühmten Traktat, indem er also sich sehr massiv äußert. In Wirklichkeit, sagt er, sei die Synagoge kein Haus Gottes, sondern ein Theater und ein Hurenhaus. Noch schlimmer, eine Räuberhöhle und ein Unterschlupf für wilde und unreine Tiere. Und das liege daran, dass die Juden nämlich eigentlich gar keine Menschen seien, sondern Tiere, in ihrer Hurerei und Völlerei wörtlich nicht besser als Schweine und Böcke. Ihre religiösen Bräuche wieder wörtlich triefen von Schändlichkeit und Lächerlichkeit, Bräuche von Quälern, von Verächtern, von Verdammten. Also das ist alles doch sehr massiv. Nochmal wörtlich, ich, Chrysostomus jedenfalls, hasse die Synagoge am meisten und wende mich von ihr ab, weil sie, die Juden, obgleich im Besitz der Propheten, den Propheten nicht glauben, weil sie, obgleich die heiligen Schriften lesend, deren Zeugnisse nicht annehmen, was doch die Art von gewaltigen Frevlern ist. Also, das ist alles ziemlich deutlich bei Chrysostomus, und den habe ich nur als Beispiel jetzt zitiert. Das nächste Kapitel, jetzt nur kurz, der Islam. Hier sind die Juden eingebunden in die geopolitischen Machtverhältnisse zwischen Byzanz und Persien. Muhammad kämpfte ja in Mekka zunächst gegen seinen eigenen Stamm, die polytheistischen Quraysh, und ging dann in die Oase Yathrib, die dann Medina wurde, nördlich von Mekka, wo eine einflussreiche jüdische Schicht lebte. Ein einflussreicher jüdischer Stamm lebte. Dann kämpft er gegen Mekka und auch gegen die Juden von Medina, die mit Mekka paktieren. Er besiegt die Polytheisten in Mekka, reinigt die Kaaba vom Polytheismus und dringt dann ja sogar mit seinem Heer bis an die Südgrenze des Byzantinischen Reiches vor, um dann dort 632 zu sterben. Also hier wird immer gesagt, also, dass er aus Ärger und Wut, weil die Juden ihm nicht folgen wollten, dass er da diese teilweise doch sehr grausamen Massaker gegen die jüdischen Stämme verübt hat. Das ist sicher historisch, da ist sicher historisch einiges dran. Dass im Koran selbst, der sich ja als die alte Religion Abrahams definiert, vor Judentum und vor Christentum, im Koran selbst, da wird ja immer gesucht und nach antijüdischen Hetzen. Das ist alles sehr verhalten. Der Koran wendet sich gegen Juden genau wie gegen Christen. Keineswegs nur gegen die Juden und keineswegs nur gegen die Christen, sondern gegen Juden und Christen. Und auch da kann man nicht sagen, dass der Koran ein in sich antijüdisches Pamphlet sei. Nur so viel dazu. Dann kommen wir zum christlichen Mittelalter. Auch da möchte ich nur ganz kurz etwas sagen. Hier der Kern eigentlich des Verhältnisses zwischen Christen und Juden ist der, dass die Juden unter dem Schutz des Herrschers stehen. Und zwar des Kaisers wie auch des Papstes. Denn Kaiser und Papst streiten sich ja sowieso, wer den Vorrang hat sozusagen, und sind da auch, reißen sich sozusagen um die Juden. Und das tun sie aber nicht aus, weil sie die Juden so lieben, sondern weil das Schutzverhältnis natürlich auch Folgen hat. Denn der Schutz ist nicht zu haben, ohne dass die Juden viel zu zahlen haben dafür. Das kostet was. Das heißt, wer die Juden beschützen darf, der darf sie auch ausbeuten. Und das wiederum tun beide nach Kräften natürlich und streiten sich, man kann das wunderbar in den Quellen sehen, streiten sich oft sehr stark, wer denn nun jetzt dran ist sozusagen an der Ausbeutung. Und die Folge dann, wenn die Ausbeutung ausgeschöpft ist, wenn nichts mehr zu holen ist, dann werden sie vertrieben. Und wenn sie dann merken, wenn der Kaiser oder der Papst dann merkt, dass die vertriebenen Juden eigentlich doch ganz nützlich gewesen sind für ihre Wirtschaft,
dann holt man sie auch wieder zurück, bis dann die Spirale wieder von neuem losgeht. Also dies ist eine endlose Spirale von Ausbeutung, Verfolgung, Schutz, auch oft genug Schutz, wirklicher Schutz. Wir können es bei den Kreuzzügen sehen im Detail, aber eben doch auch Verfolgungen, die dann schließlich in eine endgültige Vertreibung münden. Das christliche Mittelalter ist dann ja auch verantwortlich für einige ganz spezifische antijüdische Maßnahmen, Klischees, Stereotype, die deswegen so wichtig sind, weil sie alle bis weit in die Gegenwart hinein gewirkt haben. Sind zunächst die Kreuzzüge, 1096, dann die folgenden Kreuzzüge, die ja unendlich Massaker gegen die Juden nach sich gezogen haben. Wobei die Juden ja auch oft um ihre Kinder und sich selbst vor der Ermordung durch Christen oder vor der Zwangsbekehrung zu schützen, sich selbst und ihre Kinder getötet haben. Da gibt es ganz schreckliche Geschichten in den hebräischen Kreuzzugsberichten und dann in den Klageliedern. Es gibt sehr viele sprachlich wunderbare, inhaltlich entsetzliche Klagelieder, die dies genauer schildern. Dann ein anderer Punkt, Schwerpunkt ist der sogenannte Ritualmord, dass nämlich den Juden unterstellt wird, dass sie an Ostern oder an Pesach, was ja meist oft zusammenfällt, sich immer ein christliches Kindlein, einen Knaben schnappen, den sie dann entsetzlich martern und quälen und bis das Blut fließt, um damit sozusagen den Kreuzestod Jesu pervers nachzuspielen und um das Blut dann dazu zu benutzen, um das in ihre Mazzotte, in ihre Matzen einzubacken und dann da, mit den Matzen zu essen oder auch das Blut zu Heilzwecken benutzen. Das ist ja eine der berüchtigsten, schrecklichen Geschichten im Mittelalter. Das wird oft kombiniert, der Hostienfrevel, dass die Juden dann, das steigert sich nach dem vierten Laterankonzil von 1215, wo die Lehre von der Transsubstantiation zum Dogma festgeschrieben wurde, dass die Juden nämlich hingehen und jetzt nicht mehr unbedingt christliche Knaben quälen und morden, sondern sich eine Hostie vornehmen und quälen die Hostie, um sozusagen da so lange mit spitzen Folterwerkzeugen zu traktieren, bis Blut daraus fließt aus der Hostie. Und das ist dieser sogenannte Hostienfrevel. All diese Vorwürfe haben jeweils immer zu gewaltigen, teilweise sehr gut dokumentierten, schrecklichen Massakern geführt. Das kann man gerade in Deutschland, in Aschkenas, sehr gut nachverfolgen. Der wichtigste Vorwurf, wo das Ganze dann wirklich auch umkippt, 1348 bis 1353, die Pest, als die große Pest nach Europa kam, der Schwarze Tod, und man sich nicht erklären konnte, wie das zustande kommt, was da passiert, dass man da die Juden dafür verantwortlich machte, weil sie nämlich die Brunnen vergiftet hätten. Wenig getrunken haben und die Christen haben trinken lassen, jedenfalls die Juden sind daran schuld. Das alles hat dann zu schrecklichen Massakern geführt und diese Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts, da kippt wirklich jetzt in der Geschichte des aschkenasischen Judentums auch das Verhältnis zu den Christen derart, dass danach die Vertreibungen immer mehr zunehmen und immer sich weiter ausbreiten und dass dann zu Beginn, also Anfang des 16. Jahrhunderts, eine große Welle der West-Ost-Wanderung des Judentums beginnt und die Juden dann beginnen, es beginnt schon früher, aber dann in großer Anzahl sich nach Osten langsam bewegen, wo dann das osteuropäische Judentum entstanden ist. Ja,
Luther hat natürlich auch ein Kapitel gekriegt. Ja, Luther, also da möchte ich nicht viel sagen dazu. Im Lutherjahr ist ja einiges passiert. Und es ist auch passiert, glaube ich, dass man ja endlich in der evangelischen Kirche die Augen nicht mehr davor zumachen kann, dass Luther ein ganz schrecklicher, furchtbarer Antisemit gewesen ist. Ich denke, das ist heute eigentlich unbestritten. Man versucht immer noch wieder, man liest immer noch wieder, ja, das war zu Anfang nicht so. Erst als er gemerkt hat, dass die Juden sich seiner neuen Religion nicht anschließen wollten, da wurde er dann ganz besonders bösartig, aber das war eine lange Entwicklung. Ich versuche in meinem Buch zu zeigen, auch das zu belegen, dass das ganz früh bei Luther anfängt und überhaupt nicht Ergebnis einer späten Entwicklung ist. Also ich denke, dass Luther da ein ganz wichtiger Teil des Themas ist und ob wir das schön finden oder nicht. Meine Schlussbemerkung zu Luther, die möchte ich doch kurz vorlesen, ist die: Mit seiner Mystifizierung, Dämonisierung, Verteufelung und schließlich Entmenschlichung der Juden vereint Luther in unvergleichlicher Weise alles, was vor ihm an religiösen, sozialen und proto-rassistischen Vorurteilen über und gegen die Juden vorgebracht wurde, und überführt es als wesentlichen Bestandteil seiner Theologie vom Mittelalter in die Neuzeit. Die Juden gehörten, ebenso wie der papistische Katholizismus, für ihn einer heilsgeschichtlich überholten Stufe der Religion an und müssen deswegen, wenn sie sich denn nicht bekehren ließen, ein für alle Mal vertrieben werden. Auch das kommt bei Luther vor, dass sie dann vertrieben werden sollten. Dies ist Antisemitismus in Reinkultur. Und es ist genau dieser Antisemitismus, der von Luther mit seiner neuen Interpretation des Christentums verknüpft wird, der in die Zukunft hinein weitergewirkt hat bis in die Moderne. Und ausschlaggebend dafür, das wissen wir heute viel besser, als das noch vor einiger Zeit der Fall war, ausschlaggebend dafür waren vor allem zwei Faktoren. Einmal die rasante Verbreitung seiner Schriften und Flugblätter, die erst durch den Buchdruck möglich wurde, und zum anderen seine Rolle als Advokat und Vermittler der deutschen Sprache und damit auch einer noch zu schaffenden deutschen Nation. Für seine spätere Vereinnahmung als Wegbereiter eines deutschen Nationalismus ist gewiss nicht Luther haftbar zu machen. Aber diese beiden Faktoren waren es, die den Erfolg seines Christentums und die Persistenz seines Judenhasses garantierten. Also darüber kann man auch streiten, aber das sind meine Schlussbemerkungen zu Luther. Ja, dann, ich springe über frühe Neuzeit, da kann man viel sagen, zum Kaiserreich. Das Kaiserreich da wird für mich der religiöse Antisemitismus, der massiv vorhanden ist weiterhin, verstärkt durch den neuen Nationalismus. Denn das Kaiserreich ist ein christlicher und damit per Definition protestantischer Staat. Ich spreche dort ausdrücklich im Kaiserreich von einer antisemitischen Konsensgesellschaft. Der Nationalismus verstärkt durch Rassismus, da ist der, wissen wir alle heute, der Chefideologe war Houston Stuart Chamberlain, der ja bei den Wagners verkehrt und dann auch eine Tochter Wagners geheiratet hat, der mit dem Kaiser eng bekannt gewesen ist. Der Briefwechsel zwischen dem Kaiser Wilhelm II. Und Chamberlain ist inzwischen ediert und da findet man interessante Dinge. Chamberlain, der als Chefideologe eines rassistischen Antisemitismus, der ging ja sogar so weit, dass er eben schlicht erklärte, dass Jesus kein Jude gewesen ist. Das ist natürlich eine bequeme Möglichkeit, das Christentum zu säubern. Ich zitiere ihn:
Wer die Behauptung aufstellt, Jesus sei ein Jude gewesen, sagt etwas, sagt entweder eine Dummheit oder eine Lüge. Eine Dummheit, wenn er Religion und Rasse unwissentlich durcheinander wirft. Eine Lüge, wenn er die Geschichte Galiläas kennt und den höchst verwickelten Tatbestand zugunsten seiner religiösen Vorurteile halb verschweigt, halb entstellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Christus kein Jude war, dass er keinen Tropfen echt jüdischen Blutes in den Adern hatte, ist so groß, dass sie einer Gewissheit fast gleichkommt. Ja, das ist natürlich sehr gut. Dann haben wir jetzt also den Jesus aus dem Judentum raus und können ihn dann weiter im Christentum behalten. Zu der NS-Zeit sage ich eigentlich nur ganz kurz, dass die NS-Zeit ist der industriell perfektionierte und staatlich sanktionierte Vernichtungsantisemitismus. Und das, beide Faktoren sind sehr wichtig. Staatlich sanktioniert, immer vom Staat gefördert, vorangetrieben und vor allen Dingen aber auch industriell perfektioniert. In einer Weise, die man sich vorher nie hätte denken können. Und führt ja dann zur Shoah. Ich wehre mich gegen den Begriff Holocaust. Will das hier nicht im Einzelnen begründen. Sie können das in meinem Buch nachlesen. Ich halte das für eine schreckliche Geschichtsklitterung, diesen Vernichtungsantisemitismus der Nazis Holocaust zu nennen. Und bestehe auf der Besonderheit und Singularität der Shoah als einem singulären Phänomen geschehen in der Geschichte, dass es in dieser Form, in dieser Weise vorher nicht gegeben hat. Ein Satz dazu aus dem Buch. Entscheidend für eine irgendwie nachvollziehbare Beurteilung dieses weder emotional zu ertragenden noch rational zu erklärenden Geschehens ist gewiss nicht die absolute Zahl der Ermordeten, sondern sind verschiedene Faktoren, die alle ineinandergreifen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Opfer der Shoah nicht einfach unter Kriegsfolgen abzuhandeln sind, gewissermaßen als Kollateralschäden eines für alle Beteiligten schrecklichen Krieges, wie dies bis heute immer noch vorgebracht wird, sondern dass die deutschen und europäischen Juden in letzter Konsequenz deswegen umgebracht wurden, weil sie Juden waren. Und zwar nur und ausschließlich, weil sie Juden waren. Und das genau macht aus meiner Sicht die Singularität des Vernichtungsantisemitismus der NS-Zeit aus. Es ist ja in der Geschichte bei den Historikern, dem berühmten Historikerstreit Nolte hier in Berlin, sehr gestritten worden. Darf man das, was mit den, bei den Nazis passiert ist, mit anderen ähnlichen Phänomenen vergleichen, Stalin und andere Dinge. Ich muss gestehen, das hat sich alles inzwischen ein bisschen beruhigt. Sogar der Nolte wird heute eher rehabilitiert, weil man nämlich begriffen hat, vergleichen ist nicht identisch mit Gleichsetzen. Man darf den Vernichtungsantisemitismus der Nazis mit allem vergleichen. Natürlich darf man das. Und als Historiker muss man das. Der Vergleich ist nicht verboten, aber die Gleichsetzung, wenn man das mit was anderem gleichsetzen muss, dann muss man das begründen. Man muss gute Gründe dafür finden, dass man das gleichsetzen darf. Das hat aber, glaube ich, nicht mal Nolte gewollt. Aber
Wie dem auch sei, ich denke, die Singularität der Vernichtung der Juden als Juden, als Nichtmenschen ist das besondere Phänomen auf die Spitze getrieben in der Nazizeit. Ja, zu Hitler möchte ich nicht sagen. Ich habe mich da durchaus auch durch meinen Kampf gequält. Das ist ja wirklich also kein Vergnügen. Das fängt ja sehr früh an bei Hitler. Ich bin dann überrascht gewesen, als ich da ausführlicher gelesen habe. Sogar bei Hitler spürt man in meinem Kampf ja eine implizite die Angst vor den Juden und eine implizite Bewunderung der Juden. Er hat immer die Angst, ja, also was ist denn, wenn die am Ende doch recht haben könnten? Und wie wir gesehen haben, ist ja seine entsetzliche Politik, auch im Krieg, ja immer die gewesen, wir müssen mit allen letzten Mitteln die Juden vernichten, sogar wenn wir die Züge eigentlich für andere Dinge bräuchten, nämlich im Krieg zum Transport von Waffen, dann ist es wichtiger, wir transportieren die Juden in die Vernichtungslager, als dass wir hier Waffen woanders hin schaffen. Das ist ja deine letzte schreckliche Konsequenz dieses Vernichtungsantisemitismus gewesen. Ja, dann noch ein paar Worte zu heute. Ich denke, wir haben immer noch dieselben Mechanismen wie die, die sich in der ganzen Geschichte zeigen lassen, Hass und Bewunderung. Wir haben einen linken Antisemitismus, wir haben einen rechten Antisemitismus, wir haben einen islamischen Antisemitismus, dazu kann man im Einzelnen sehr viel sagen. Aus meiner Sicht, gerade auch nachdem ich jetzt das alles hinter mir gelassen habe und die jetzige Entwicklung danach, da ist wieder einiges passiert, weiterverfolge, denke ich, ist offenkundig, dass der sogenannte rechte Antisemitismus, der doch schlimmere, sehr viel schlimmere ist als der linke Antisemitismus, nämlich in seinen weiter akkumulierten religiösen Vorurteilen gegen die Juden, kombiniert mit einem weiter existierenden Rassismus. Der linke Antisemitismus ist, denke ich, nach wie vor eher Israel bezogen. Wir sprechen ja heute lieber von einem sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus, nicht so sehr mehr von Antizionismus, sondern einem Israel-bezogenen Antisemitismus, der Kritik an Israel überzieht in letztlich eine in die Konsequenz, dass dieser Staat als Staat der Juden nicht bestehen darf und dass dieser Staat als Staat der Juden vernichtet werden müsse. Also hier wieder dasselbe, die Juden als Juden, der Staat als die Gesamtheit der Juden müsse vernichtet werden und müsse abgeschafft werden. Ich denke, da ist auf jeden Fall die rote Linie zum Antisemitismus deutlich überschritten. Und deswegen hat ja auch Deutschland die Sicherheit des Staates Israel, das Existenzrecht des Staates Israel und die Sicherheit des Staates Israels zu ihrer deutschen Staatsraison erklärt. Der islamische Antisemitismus ist wieder ein Sonderphänomen. Aus meiner Sicht ist er nicht religiös. Die Elemente, die über den Israel bezogenen Antisemitismus, die ja ganz massiv sind beim islamischen, die da darüber hinausgehen, sind eigentlich kein Eigengewächs,
kein Eigengewächs des Islam, sondern sie stammen aus dem christlichen Antisemitismus. Einen Ritualmord finden sie im Islam nicht, wie wir ihn seit dem Mittelalter kennen. Wir finden ihn tatsächlich, ja, in der berühmten Damaskus-Affäre von 1840. Aber das ist auf christlichen Mist gewachsen und dann übernommen worden. Das ist nicht, entstammt nicht dem Islam. Also ich denke, religiöse Grundlagen einer islamischen Judenfeindschaft sind sehr schwer haftbar zu machen. Ja, und dann kommt doch noch ein Satz zum berühmten BDS. Ich nehme an, das werden Sie ja mich dann hinterher vielleicht auch gleich fragen, nicht? Deswegen sage ich was dazu. Also was ich kritisiere, also BDS wissen wir alle ja, das Boykott, Diversity and Sanction, also Wirtschaftssanktionen gegen Israel. Und der BDS ist ja ein Sammelbecken aus allem Möglichen. Und natürlich gibt es viele Antisemiten unter dem BDS. Ob der BDS als Ganzer insgesamt als Ganzer antisemitisch ist, das finde ich wieder einen historisch so nicht nachvollziehende Behauptung. Ich wende mich ausdrücklich gegen die Resolution des Deutschen Bundestages zum BDS, der nämlich festhält, die Resolution, die festhält, der allumfassende Boykottaufruf von BDS, ich zitiere daraus, aus der Resolution des Bundestages, führt in seiner Radikalität zur Brandmarkung israelischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger jüdischen Glaubens als Ganzes. Dies ist inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Ja, das ist zu verurteilen. Ja, da bin ich einig, obwohl das, man sich fragen kann, ob das als Ganzes ist, aber egal. Aber dann geht es weiter. Jetzt kommt der Antisemitismus. Der Beschluss sagt, die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung sind antisemitisch. Punkt. Das ist ein massiver Satz. Dann geht es weiter. Die Aufrufe der Kampagne zum Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler sowie Aufkleber auf israelischen Handelsgütern, die vom Kauf abhalten sollen, erinnern zudem an die schrecklichste Phase der deutschen Geschichte. Don't buy Aufkleber der BDS-Bewegung auf israelischen Produkten wecken unweigerlich Assoziationen zu der NS-Parole kauft nicht bei Juden und entsprechenden Schmierereien an Fassaden und Schaufenstern. Das ist das Zitat vom BDS-Anti-Beschluss, Zitat Ende. Ja, das tut es, das erinnert daran. Aber ist das eine hinreichende Begründung, den BDS insgesamt in toto für antisemitisch zu erklären? Konnte der Deutsche Bundestag sich nichts Besseres einfallen lassen, um wirklich zu verurteilende Dinge des BDS zu verurteilen, als so vage darauf hinzuweisen, dass das erinnert an irgendetwas? Ja, natürlich. Und wie gerade wir Deutschen sind besonders und müssen besonders sensibel sein dafür, dass etwas an etwas erinnert. Aber ich finde, das ist für einen Beschluss des Bundestages, ist das etwas mager und ist ja inzwischen auch, glaube ich, auch verurteilt worden, der Beschluss als verfassungswidrig. Glaube ich sogar bin nicht mehr nachgegangen, wollte ich noch, als verfassungswidrig abgestempelt worden. Also so einfach möchte ich wirklich den BDS nicht in Schutz nehmen, aber so einfach kann und darf auch ein deutscher Bundestag es sich nicht machen. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es Beschlüsse in Amerika dazu, in Frankreich und auch in Österreich. Ich habe vergessen, das nachzugucken, die alle viel verhaltener sind. Niemand von denen sagt so plump, das ist Antisemitismus. Punkt. Ja, zum Schluss. Zum Schluss
sage ich, fasse ich zusammen und sage, dass der Antisemitismus eine vielköpfige Hydra ist, wie ein das Ungeheuer der griechischen Mythologie, mit einem eigentlich unsterblichen Haupt und vielen weiteren Köpfen, dem immer wieder ein anderer Kopf nachwächst, wenn einer abgeschlagen wird. Anders als im Mythos, in dem es Herakles gelang, die vielen Köpfe der Hydra zu zerschmettern und am Nachwachsen zu hindern und ihr auch das unscheinbar unsterbliche Haupt abgeschlagen wird, hat sich die Hydra des Antisemitismus bis heute als unsterblich erwiesen und lebt weiter. Ich bin im Schluss ja sehr pessimistisch, was die Zukunft betrifft. Ich denke, die Hydra lebt und die Hydra ist auch nicht so ohne weiteres zu beenden. Sie ist, sage ich auch sehr deutlich, schon gar nicht durch die ritualisierten Bekenntnisse deutscher Politiker zu beenden, die sich also wie auf Knopfdruck ihre Tiraden abspulen, wenn irgendwo wieder irgendetwas Schreckliches, Antisemitisches passiert ist. Das alles, das hilft am allerwenigsten gegen Antisemitismus. Im Gegenteil, das steht in Gefahr, neuen zu stammen. Ja, ich denke, dass ich damit aufhöre.